Hallo zusammen. I will back. Hier ist der Metalstorm X, der Modellbau Noob. Heute darf nichts schief gehen. Weil ich habe mich schon lange um die Folge drumherum gedrückt und gemacht. Warum? Weil ich mit der Kameraposition nicht so zufrieden bin. Aber egal, ich muss jetzt durch, weil es haben jetzt so viele nach mir angefangen, den Terminator zu bauen. Haben mich auch schon kilometerweit überholt und auch die letzten Nachzügler, das ist jetzt nicht schlimm gemeint, sind an mir mittlerweile vorbeigezogen, wie zum Beispiel, wie gesagt, nicht negativ. Marco, herzlichen Glückwunsch. Marco, der Modellbauanfänger, könnt ihr mal reinschauen auf seinem Kanal, wer es noch nicht getan hat. Auch er ist an mir mit Highspeed vorbeigezogen. Jetzt guckt er in den Rückspiegel und guckt, was der Metalstorm macht. Wo er denn bleibt mit seinem Terminator. Das hat mir jetzt so getriggert und so gefuchst, dass ich gesagt habe, es ist egal, wie du das jetzt machst. Halt irgendwie Verbindung mit dem Feld und lass dich nie überrunden. Auf keinen Fall. Deswegen, egal wie es jetzt läuft, ich baue das Ding einfach. Und dann gucke ich noch Formel 1 irgendwann. Vielleicht. Vielleicht brauche ich so lange, dass ich das Rennen verpasse. Man weiß es nicht. So, schon lange ist es her. Ich glaube, die Anleitung hat schon Staub angesetzt. Wir sind bei der 39. Ich habe ja ein Heft bei Agora Model, das habe ich das Ganze bestellt. Und bin immer noch nicht fertig und hänge jetzt den Leuten von, die bei Hachette bestellt haben, hinterher. Und die haben wesentlich später angefangen. Und sind in einem 24-Bauphasen-Modus und ich bin in einem 12-Phasen-Modus und habe eigentlich schon alles geliefert gekriegt. Bis auf eine Kiste, die noch wartet, irgendwo im Kanal. Also irgendwann muss ich dann auch nochmal stoppen. Es sei denn, der Support schickt mir das Ding irgendwann mal nach per Luftpost. Oder vielleicht geht es über den Mars oder Jupiter. Ich weiß es noch nicht. Ich muss da mal ein bisschen nachhaken im Urlaub, der bald kommt, hoffe ich mal. So. Jetzt habe ich mir genug die Bilder angeguckt, was wir da alles so bekommen. Irgendwie für alles für den Thorax. Sprungfedern kriegen wir. Genau, so machen wir das. Das Heft muss mal ein Stück weg, weil Heft und Bauteile kriege ich irgendwie hier nicht gebacken. Da ist mein Platz zu klein. Da haben andere ein bisschen mehr Glück, indem sie einfach mehr Platz haben, aber wollen wir nicht jammern, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Zum Beispiel, wenn wir es auskippen. Mädel, nicht die Nerven verlieren. Ganz ruhig, du schaffst es. Du schaffst es. Oh, schön schwer. Nachdem ich so bei ein paar Leuten jetzt die Begeisterung gesehen habe, die ausgelöst wird, wenn sie die Bauteile zusammen geschraubt haben, muss ich das jetzt auch machen, egal. Wenn der Finger blutet oder das Hirn irgendwie aussetzt, das macht es sowieso, wenn man auf dem Abo-Button klickt. Meine ich, die Dinger brauchen wir doch, glaubt man, gar nicht. Ich glaube, nein. Egal. Zusatzschrauben, Zusatzmuttern, umgekehrt, Muttern, Schrauben, okay. Dingsringe, Federringe und die Teile. Gut, jetzt haben wir es ein bisschen aufgeteilt. Okay. Wir setzen zuerst ohne Kleber. Nochmal gucken. Genau. Ohne Kleber setzen wir die schwarzen Plastikteile ein und drehen so lange, bis die schwarzen Stifte passen. So, passt. Zack. Dann müssen wir wieder die Seite suchen, weil wir haben ja kein Lesezeichen reingemacht. Dann setzen wir. Sollten wir die Federringe einsetzen? Ja, Federringe. Step 3, Federringe rein. Step 4. Muttern einsetzen, schmal nach oben.
Ja, das kriege ich auch noch hin, wenn das Plastik hält. Warte mal, ich hatte was vor. Ich wollte da nicht so rummachen. Genau, so. Geht das oder geht das? Ach komm, wir probieren es mal aus. Wer nicht probiert. Oh, Federring. Jawohl. Über den Zahnstocher. Nein. Schon kann das nicht so verkanten. Es sei denn, man zieht es mit dem Zahnstocher wieder raus. So. Müsste passen. So, nochmal einsetzen. Federring drauffädeln. Hui. Das war jetzt nichts. Der Federring ging sogar ab. Ja, toll. Geht das Plastik raus. Jetzt gehen die Federn raus. Ich liebe es. Also gut, Federring. Ja. Mutter. Ach komm, wir nehmen mal die Pinzette. Vielleicht doch wie im Handbuch. Ah. So. Ja. So. Gut. Und mit einer Schulter müssen wir irgendwie anfangen und dann haben wir ja keinen Finger mehr frei. Also mal gucken. Klebe ich mal zu. Fangen wir mit der Schulter an. Dann ich möchte nicht, dass der Federring und die Mutter wieder rauspurzelt. Und dann tun wir einen Federring auf die lange Schraube drauf. Muss ich mal gucken, ich bin so aufgeregt. Ey. Ich bin so aufgeregt, dass ich vergesse, dass ich das Ding eigentlich zuhalten wollte. Nee. Egal. Nochmal gucken, ja. Hey, pass mal auf. Aufregung muss ich legen. Ich klebe das auch noch zu. Kann ich jetzt rumspielen und schnibbeln, wie ich will. Das Ding ist einfach auto. So. Schön. So. Wie jetzt? Schulterblatt nach unten. So, vom Arm das Schulterblatt. Da muss ich ja vorstellen, das ist ein Arm mit Ellenbogen. So, ein bisschen rausgehen und das Schulterblatt ist da hinten, nach unten. Ja. Und Gott sei Dank so, das kriegt kein Schwein hin. Dann müsste man das Gelenk, Schultergelenk mindestens so drehen. Dann mit dem Federring die Schraube einsetzen. Das ist ja nicht schlecht. Und das soll funktionieren. Na, da bin ich mal gespannt, ob die Schraube greift. Spannung steigt. Ich krieg's nicht fest. Schraubenzieher Nummer 2. You are my hero. Du bist mein Held. Yo. Yo, Baby. Ein bisschen mehr. Ein bisschen rantasten. Ja. Ja, ich denke, so haben wir genug Kraft, dass der Arm dann, oder die Schulter, in einer gewissen Stellung bleibt. Das hier fällt mir. So. Unfassbar. Später mehr dazu.
Ich Arsch. Mehr sage ich nicht. Mehr sage ich nicht. Da kriegst einen Hals. Kriegst einen echten Hals. Wer kann es raten? Wer kann es raten? Na? Ach doch, doch, doch. Moment. Da habe ich nicht aufgepasst. Ist das jetzt verkehrt? Aber das Bauteil sieht so synchron aus, dass es wurscht ist, ob das oben ist oder das unten ist. Und wenn, wäre es mir jetzt gerade egal. Was sagt denn das Bild? Ach, ist mir Wurst. Irgendwas wird man dann schon sagen, Metal, bau doch mal auseinander. So. Test. Nee. Das verträgt noch ein bisschen. Verträgt noch ein bisschen Schmackes. Doch, jetzt sind sie gleich. Sind sie gleich, die Gelenke. So. Machen wir überall noch eine halbe Drehung. Komm. Come on. Ne, und der Helber Gott sagt, das war's. Das war's. Das lassen wir so. Hä? So. Ja. So, das heißt, wir haben eine Hand, eine rechte. Wir haben da die Schulter, die Schulterblätter. Ja. Geil. So, und jetzt frage ich mich, warum hast du so lange gewartet mit der Baufolge? Nee, unbegreiflich. Ich werde wahrscheinlich auch gleich die nächste weitermachen, weil der Kopf muss noch dran. Der purzelt hier auch noch irgendwo rum, den muss ich mal suchen. Irgendwie, ich hoffe nicht, dass den mir irgendjemand geschnibitzt hat. Also muss man gleich mal in der Familie nachforschen. Nicht, dass der ja, abhanden gekommen ist. In dem Sinne, geile Geschichte. Ja, alle Finger noch dran. Ja. Ja. Ach nee, schön. Ich hoffe, demnächst eine Folge wieder vom Terminator hinzulegen. Glaub schon, das war schon eine geile Sache, ja, genau. In dem Sinne, Churches und I will back. Euer Wetterstorm. Ah, ciao. Das ist unfassbar. Durchladen. Ich habe auf dich gewartet. Halt ihn mir vom Leib! Ich komme wieder. Was?